Hallo meine Lieben, ich habe einen Action Haul. So viel Neues leider noch nicht, weil es gibt ja schon wieder neue Washi-Tape-Pakete und auch alles sowas. Bin aber hin, weil diese Woche die Blöcke, sämtliche Blöcke in der Werbung sind. Und da dachte ich, der ein oder andere geht schon noch. Und ja, fangen wir mal an. Zum einen habe ich, weil in der Werbewand hier Metallic Paint, Dunkelsilber. Da bin ich mal sehr gespannt. Das will ich auf jeden Fall auf einer Leinwand testen. Und es gibt ja dieses Silberspray. Das ist ja richtig cool. Also das macht richtig Silber, richtig Chrom. Chrom, genau. Ja, und das ist jetzt hier so eine Silberfarbe. Mal schauen. Da bin ich sehr gespannt. Das durfte nicht. Dann ist ja alles und überall jetzt Deutschlandfieber, weil WM startet. Da habe ich einmal hier solche Wimpel mitgenommen. Dann einmal für mich solche Perlenarmbänder. Nein, die kann man natürlich nicht selber machen. Mit einem kleinen Fußballanhänger. So, dieses und für meine bessere Hälfte natürlich auch ein Armband. Ist ja klar. Dann habe ich bei, wie heißt sie? Tinker. Irgendwas mit Tinker. Aha. Auf jeden Fall hat die diese Dinger gekauft und vermutet, dass sie ähnlich wie Mikado sind. Ich hoffe dasselbe. Und ja, weil ich Mikado auch sehr gerne esse, habe ich sie mir einfach mal mitgenommen. Mist, wie heißt denn ihr Kanal? Ich weiß es nicht. Dann ein Stanzblock, diesen hier. Mit so lauter Blätter und grün und schön und Happy Birthday und überhaupt. Und da kann man ja aus so einem kompletten Blatt eine Karte gestalten. Die mag ich immer ganz gerne. Meistens auch nur, um diese Teile zu verwenden. Da kann man auch super Alben draus basteln. Auch da, was es ist, was in Vorbereitung. Und wir werden da zusammen was werkeln. Dieser. Und da, wie gesagt, Thema Blöcke in der Werbung sind. Ihr seht jetzt hier irgendwo den Preis. Durfte dieser hier nochmal mit dem Kakteen, ist ja klar. Habe ich euch schon gezeigt. Oh, da ist doch, sagt doch mal Leute, dieses Blatt, das ist doch Bilderrahmen fertig, oder? Das ist doch ein Traum. Der sieht so aus. Dann durfte dieser nochmal mit, weil ich den auch sehr schön finde. Auch schon teilweise aufgebraucht habe. Daraus habe ich ein Album gebastelt. Ja, und natürlich habe ich daraus auch ein Album gebastelt, wo ich hoffe, dass ihr euch das natürlich schon angeschaut habt. Denn da habe ich aus dem Bilderrahmen von Action, aus diesem Filz-Bilderrahmen, ein Album gebastelt. Und da habe ich dieses Papier verwendet. Und deswegen durfte er natürlich nochmal mit, der Block. Dann habe ich dieses, da könnt ihr jetzt mir mal sagen, ist das neu? Das kam mir so unbekannt vor. Auf jeden Fall liebe ich es, wenn so Sprüche bei sind. Und ihr wisst ja, ich schaue mir diese Seite an und wenn sie mir gefällt, darf der Block mit. Aber diesmal war tatsächlich diese Seite entscheidend, weil ich einfach die Sprüche sehr gerne mag. Der sieht so aus. Und da kann man eben auch entweder halt, das wird ja ursprünglich alles aufeinander geklebt. Also das wird aufeinander geklebt. Oder man kann die Teile auch einzeln verwenden. Und mal schauen, Probe auf Exempel. Nein, die Mittelteile sind wieder nicht ausgestanzt. Das verstehe ich nicht. Warum ist diese Reihe immer nicht ausgestanzt? Ich verstehe es nicht. Naja, muss ich vielleicht auch nicht verstehen. Gibt ja so vieles, was einem immer ein Fragezeichen ins Gesicht schmeißt. Dieser. Dann habe ich mir ebenfalls aus der Fußballabteilung, nenne ich es mal, dieses Shirt mitgenommen. Ich hoffe, das ist nicht zu groß. Also, ich will jetzt nicht angeben, ich habe S. Aber meistens ist S eben auch L. Und irgendwie braucht man dann XXS. Und ach, egal. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass es einigermaßen gut sitzt. Und muss ja nur 4 Wochen halten. Ja, und dann habe ich noch so ein bisschen Gedöns entdeckt. Und zwar hier so, ja, Urlaubs-Balkon-Deko. Einmal hier so, zum Beispiel, wenn man Muffins gebacken hat. Die kann man dann so aufdrehen. Und dann, ne, ist das halt so ein Flamingo oder eine Palme. Die kann man so, ich kann die ja mit, ach, hier sieht man es. Da. Und dann hat der Flamingo einen Bauch. Eine Sache muss ich euch noch zeigen, ganz cool. Es gab doch die Nutella-Gläser bei Action. Also gibt es nach wie vor. Und die kamen, wenn mich nicht alles täuscht, 1 Euro. Jetzt kosten die nur noch 77 Cent. Weil da haben ja alle so, ja, ja schön, dass es jetzt Nutella-Gläser bei Action gibt, aber sind halt auch nicht billiger als woanders. Das sind, wie gesagt, diese ganz kleinen. Damit kann man super Sachen basteln. Ja, auf jeden Fall nur noch 77 Cent. Ich bin der Meinung, die kamen 1 Euro mal. Ebenfalls dieses hier. Wir haben in der Mitte am Balkon so einen Haken, wo immer irgendwas dran bamselt. Da wird jetzt dieser Papagei hinkommen. Finde ich sehr süß. Oder diese Blume kommt dahin. Finde ich auch total süß.
Da gab es so ganz viele verschiedene Varianten, Farbvarianten, 38 cm. Und hiervon gab es auch noch ganz viele andere. Und die nehme ich auch immer mal wieder mit, habt ihr sicherlich in dem einen oder anderen Haul schon gesehen, womit man lustige Fotos machen kann, liebe ich total. Ja, da gab es jetzt so einen Sommerlook, total schön. Und dieses hier durfte ebenfalls nochmal mit und witzigerweise, die kaufe ich mir ganz oft bei Primark, ziehe ich diese Shirts auch draußen an. Ich kann euch das ja mal zeigen. Also, das sieht kein Mensch. Sieht doch, das meine ich. Das ist für eine S, ist das viel zu groß. Aber egal. Und ja, das kann man doch easy locker im Sommer auch draußen tragen. Also, ich mache das auf jeden Fall. Ja, wenn ihr mich irgendwann mal seht, kann es sein, dass ich ein Schlafanzug-Oberteil anhabe. Die Hose jetzt natürlich nicht, aber ich zeige sie euch mal. Die ziehe ich mir zu Hause an. Ja, hier so eine kleine Shorts. Aber im Sommer für die Wohnung auch total schön. So, und dann sind wir auch mit Action schon wieder am Ende. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.